Deutlich mehr Journalisten als Demonstranten haben sich hier heute auf dem Regensburger Neupfarrplatz versammelt. Und die Piraten wollten sie ja eigentlich komplett ausziehen, um den US-Botschafter zu zeigen, was sie von der Abhörpolitik der NSA halten. Dafür hat es aber nicht ganz gereicht, man hat lediglich die Hosen runtergelassen. Mach dich endlich nackig. Einer hat dazu das Hemd ausgezogen, mehr aber auch nicht. Haben die Piraten etwa in letzter Minute kalte Füße bekommen? Wir dürfen kein öffentliches Ärgernis erregen. Und wenn wir die Unterhosen komplett runtergelassen hätten, dann wäre das in den Augen der Polizei Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Die Piraten haben auf jeden Fall ihr Ziel erreicht. Die Presse war am Freitag zahlreich auf dem Regensburger Neupfarrplatz erschienen. Nach etwa 10 Minuten war die Aktion vorbei und das ganz ohne Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und während sich die Piraten auszogen, zog er in die Regensburger Uni ein, US-Botschafter John B. Emerson. Von dem Protest der Piraten einige Kilometer entfernt hat er nichts mitbekommen. Emerson sprach die NSA-Problematik an, stellte aber auch die Beziehung zwischen den USA und Bayern heraus. Auf die Frage, ob er sich auch von Oberbürgermeister Hans Scheidinger etwas sagen lässt, antwortete er: The USA listens to me. Die USA hören mir zu und ich höre dem Bürgermeister zu, also ja.